meine Lieben, und herzlich willkommen hier bei Knolte TV. Ja, Intervallfasten, der Erfahrungsbericht. Wie geht's mir mit Intervallfasten? Erste Woche ist rum, interessiert es dich? Auf jeden Fall dranbleiben. Und während des Intros kannst du schnell einen Kommentar da lassen, ein Abo, ein Like und alles, was dazugehört. Weißt schon. Ach nee, Schittenkram. Ich hab gar kein Intro. Ja, egal, fangen wir sofort an. Er hat kein Intro. Ja, die erste Woche Intervallfasten ist rum. Und ich muss dir ehrlich sagen, es hat nichts gebracht. Es hat überhaupt nichts gebracht. Die Plauze ist nach wie vor vorhanden. Also Intervallfasten taucht nichts. Lass die Finger davon, es taucht nichts. Nada, niente. Naja, wer jetzt natürlich geglaubt hat, von einer Woche ist diese mühevolle Kleinstarbeit, so eine Wampe innerhalb von ein paar Jahren anzufressen, weg. Naja, dauert wohl was länger, ne? Aber wir haben ja auch noch keinen August. Ja, wo fange ich an, meine Erfahrungen der ersten Woche? Die ersten zwei Tage waren Hölle. Absolute Hölle. Ich war das ja immer so gewohnt, halb acht, acht eben was zu essen. Und genau da setzte der Hunger ein. Ich hatte Hunger. Aber auf der Uhr standen, ich muss noch 4 Stunden warten oder ich muss noch 3 Stunden warten. Eine Scheißzeit. Es hat sich alles nur im Kopf um Essen gespielt. Ob ich beim Kunden am Abladen war, oh, ich habe Hunger. Ob ich am Fahren war, oh, was esse ich jetzt? Scheißendreck, absoluten Scheißendreck. Am dritten Tag ging es. Da hatte ich immer noch so einen kleinen Rumor im Bauch, klar. Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja, und ab dem vierten Tag, ja, okay, gar nicht drüber nachgedacht, kein Fällegefühl, nichts, mir geht's gut, sauber. Also hat es 3 Tage gedauert, bis sich mein Körper daran gewöhnt hat. Vielleicht ist deiner genauso schnell, probier's aus. Vielleicht brauchst du ein bisschen länger. Ich weiß es nicht. Ja, und dann kam dieses gottverdammte Wochenende. Samstag war auch eigentlich noch alles normal. Und dann kam der Sonntag. Und ich bin Frühaufsteher. Ich stehe in der Woche immer um 3:30 auf. Du wärst automatisch wach. Also 5 Uhr raus aus dem Bett, Kaffee gekocht, was vor den Rechner gesetzt. Dann bin ich um 6:30 los mit dem Hund raus, komm dann wieder. Ist der Frühstückstisch gedeckt? Nein. Ja, Frau, setz dich mal hin. Ess mal was Feines. Ich habe keinen Hunger. Und dann ging es los. Wofür mache ich mir die ganze Arbeit? Kannst auch mal Dankbarkeit zeigen. Jetzt setz dich hin und ess was. Oh, nein. Ich setz mich hin. Ich guck dir zu beim Essen. Was die absolute Strafe ist, jemand beim Essen zu gucken, wenn man selber nichts isst. Weil als meine Frau fertig war, hatte ich Hunger. Aber standhaft. Standhaft. Ich warte bis Mittag. 12:30. Gibt's immer was Leckeres sonntags. Naja, hatte ich mir so gedacht, gibt was Leckeres. Vor lauter Frack, dass ich nicht gefrühstückt habe, gab es nichts Leckeres. Wir können heute Abend warm kochen, ich habe jetzt keinen Bock. Super. Weißt du was? Ich nehme mir eher was aus dem Kühlschrank. Ess mir eine Kleinigkeit und Dankeschön. Ja, jetzt ist wieder Mittwoch. Heute habe ich meine erste Mahlzeit um 10.30 Uhr genommen. Und bin jetzt schon in Phase 2 seit heute. Also keine Kohlenhydrate erstmal mehr beim Frühstück und beim Mittag. Vielleicht heute Abend, mal schauen. Frühstück gab es ja nicht. Wenn ich 10.30 Uhr Mittag esse, Frühstück, ja, scheißegal. Reicht bis heute Abend, 17, 18 Uhr. Wir wollen ja was abnehmen. Also die erste Woche ist rum. Nächsten Mittwoch gibt es dann den nächsten Bericht, wie es mir geht mit Intervallfasten und Keto.
Ich habe jetzt schon Angst. Ich habe jetzt schon Angst. Aber wir sehen uns nächsten Mittwoch. Eben noch schnell ein Abo dalassen, ein Like und einen Kommentar. Weiß ja, das ist meine Bezahlung. Vielen, vielen recht herzlichen Dank und wir sehen uns.